Jo, da wären wir wieder. Dieses Mal zur vierten Staffel inzwischen. Kommt ja doch einiges zusammen. Und wir werden jetzt spielen mit der Factorio Vanilla Version 0.11.13 und mit der Ditec Version 1.0.0. Wobei ich mir eigentlich relativ sicher war, dass es schon mal Ditec 1.0 gab, aber ist halt die aktuellste Version, die gestern erst rausgekommen ist. Und zwar war das gestern der 23.01.2015. Also top aktuell, wenn ihr das Video guckt, wenn ich es mache und dann 2 Tage später. Eine neue Welt. Nein, nicht Kampagne. Eine neue Welt. So. Ich habe schon mehrfach aufgenommen. Ich hatte immer die Karte random genommen und aufgenommen und ich bin zwei, dreimal gestorben und die anderen Male waren einfach nur viel zu wenig Ressourcen da. Das könnte ich umgehen, indem ich einfach ein Seed benutze und so lange suche, bis ich einen guten Seed habe und dann den Seed eingebe. Aber das wäre auch nicht so schön. Deswegen habe ich jetzt als kleinen Kompromiss für mich entschieden, dass ich die Starting Area auf Big setze. Damit ich ein bisschen mehr Raum habe, wo ich eine gute Stelle finden kann. Und trotzdem muss ich einen Seed nehmen. Das war jetzt einfach irgendwas. Damit ihr, falls ihr das Spiel nebenbei auch mit derselben Karte spielen wollt, einfach den Seed eingeben könnt. Und dann genau die gleichen Ressourcen habt und Terraform-Geschichten. Also, Generate Jones. Lang. So. Das ist unser neuer Seed. Jetzt bitte, bitte, bitte endlich was. Oh. Das ist schick. Das ist sehr schick. Warum hätte das nicht vor 2, 3, 4 Aufnahmen sein können? Gut. Jetzt hätte ich die Starting Area Big gar nicht gebraucht. Also, erster Plan. Wir bauen eine Spitzhacke. Zweiter Plan. Wir bauen Stein ab. Damit und damit und tun das gleich in eine Holzkiste, die ich gleich bauen werde. Das heben wir erstmal auf, damit du weiterarbeitest. So, dich da rein. Mehr Holz. Dann brauche ich gleich einen neuen Mining Drill, um Eisen abzubauen. Und sobald wir Eisen abbauen und Stein abbauen, bauen wir noch mehr Mining Drills, die wir dann alle auf ein... Oh Mist. Auf ein Kohlefeld stehlen. Ich sehe nur kein Kohlefeld. Da hinten ist ein Fitzel, ja. Also wenn das Kohlefeld da hinten nicht entsprechend groß ist, haben wir auch ein Problem. Aber es sah so vielversprechend aus hier. Na, gucken wir mal. Also dich nehme ich mal mit. Da ist schon mal Öl und Öl. Das ist sehr gut. Wow, bist du klein. Achso, da unten ist noch eins. Okay, das ist alles gut. Das heißt, das lassen wir da, wo es ist. Und es ist ein richtig schönes Startgebiet. Also den Seed könnt ihr euch merken. Der ist ordentlich. So, ich hätte gerne mehr Brennstoff für dich. Ich hätte gerne mehr Brennstoff für dich. Dann brauche ich jetzt zwei Burner Mining Drills. Braucht noch mehr Eisen, noch viel mehr Eisen. Alles mein. Und dann mache ich wieder diesen Ping-Pong-Trick bei der Kohle. Nämlich, dass wir ein Ding aufstellen, das produziert Kohle, wirft es vor sich raus und vor sich ist der nächste. Ja, das Ding überrascht mich jetzt nicht so wirklich. Habe ich ja schon bei den letzten Versuchen, wo ich eine Basis finden wollte, gesehen. Ist aber gemein. Wir kriegen jetzt ein Resin. Und das war's. Es gibt jetzt kein Resin mehr aus Bäumen. Also aus diesen normalen Bäumen. Das heißt, wenn ich damit jetzt irgendeinen Unfug anstelle, habe ich kein Rubber im gesamten LP. Kein Druck oder so, ne? Es ist absolut kein Druck. Na gut, ich darf einfach keinen Mist damit bauen. Das ist okay. Das heißt, ich setze den jetzt einfach hier hin. Warte, bis er groß wird. Ne? Warte, bis der groß wird und dann baue ich ihn sofort ab, um dann zwei Rubber zu haben und dann sollte das alles schon hinhauen. So, du kriegst noch mehr Holz. So. Genau, die zwei Drills kommen jetzt zum Kohlefeld. Ich brauche nur ein Holz, um das Ganze zu kickstarten. Da und da. Und du kriegst jetzt ein davon. Und dann haben wir jetzt ganz, ganz viel Kohle. Das Holz nehme ich ja mit für etwaige Kisten, damit wir kein Eisen am Anfang verbrauchen. Und ich hätte eigentlich ganz gerne noch mehr von denen da.
Denn ich habe mir vorgenommen, für diese Welt alles im Überfluss zu machen. Also ganz, ganz viele Boiler und ganz, ganz viele Steam Engine, damit wir ganz, ganz viel Strom haben, um diversen Problemen aus der letzten Welt entgegenzuwirken. Aber auch die Ressourcen etwas aggressiver abzubauen und möglichst schnell möglichst viel Landgewinnung zu betreiben. Wobei ich halt nicht weiß, wie aggressiv die ganzen Viecher jetzt hier geworden sind. Ja, das kann da noch mit rein. Komm mit. Noch mehr davon. Ich hätte gerne hier noch mehr. Weil gerade am Anfang braucht man tierisch viel Eisen. Geh mal dahin, geh mal da rauf. Hälfte da, Hälfte da. Kohle hole ich gleich neue ab. Machen wir gleich nochmal eine Reihe. Brauche ich wahrscheinlich nur noch ein, zwei Bäume, damit wir genug Brennmaterial für den Anfang haben. So. Noch mehr Eisen. 5 und go. Gib mir Stein. Gib mir Kohle da unten. Frage ist jetzt nur, wo mache ich überall dicht? Also anbieten würde sich hier, da und dann da, da, darüber. Aber es sind ganz schön viele Lücken. Aber es ist trotzdem ähnlich wie auf der letzten Karte. Stimmt eigentlich, ich hätte einfach den Seed von der letzten Karte nehmen können, aber ich glaube, ich hatte vorher gar keinen Seed angegeben. Das war das Problem. Docker, 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 docker. Warum kann ich die Stromsache hier nicht bauen? Weil ich keinen Kupfer habe. Okay, Kupfer sollte ich jetzt auch anfangen. Bau bitte da, da. Ja, die sind hier alle ein bisschen doof positioniert. Na gut, mach da hin. Kohle. Kohle. Erstes Kupfer brennt. Sehr schön. Wir brauchen noch mehr Stein. Okay, wir haben jetzt 3 bei Eisen, 4 bei Kohle, 1 bei Kupfer und 1 bei Stein. Nächstes Projekt hier. Mehr Stein. Ist auch schon eine Weile her, dass wir Steinprobleme hatten. Ne? So, du da kriegst das. Du brauchst noch eine Holzkiste. So, her damit, her damit. Du wächst immer noch. Hätte schwören können, das ging früher ein bisschen schneller. Aber gut. Ja, stimmt. Ich gucke gerade auf die Aufnahmeuhr. Wir sind erst bei 7 Minuten. Du hast noch Zeit zum Wachsen, Bäumchen. Ist okay. Bin gerade nur ein bisschen im Stress, weil ich alles möglichst schnell, möglichst gut bauen will. Damit die Biter nicht zu viel Territorium claimen, sozusagen. Wobei das eigentlich ja ganz okay sein müsste. So, noch 2 Drills für noch mehr Kohle. Ich decke mal währenddessen so ein kleines bisschen hier auf. In der Hoffnung, dass ich noch mehr Wasser sehe und weiß, wo ich besser zumachen kann. Crunch, 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 crunch. Naja, also hier zumachen bietet sich sehr an. Da. Und da. Dann ist es wieder keine so richtig schöne, saubere Basis. Ich denke mal, ich werde mit recht viel Landfill arbeiten. Haut das schon hin. Oh. Dum, 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 dum. Du brauchst mehr Kohle. Ugh. Ja, wir brauchen definitiv viel mehr von den Drills, damit wir überall einfach 200erweise Kohle reinschmeißen können. Kohle reinschmeißen finde ich so schön. 3 Drills. Ja, gib ihm. Ganz, ganz viele Drills. So. Da. Also, dazu, dazu. Ich hätte gern alles da. So. 1, 2, 3, 4. So. Oh, ich habe gar kein Zeug. Einer für dich. Einer für dich. Einer für dich. Ganz viel Kohle gleich für mich. Ich sollte jetzt schon anfangen mit Energie, richtig? Nimm das damit. Obwohl, nee, einen noch für Kupfer. Schmelzofen. Dich und dich. Und wie schaut es bei euch aus? 16, 19, das ist okay. Also, zweimal Kupfer, zweimal Stein, dreimal Eisen. Und ganz viel
ganz viel Kohle. Das klingt gut. Ich gehe mal hoch zu dem See da. Guck, wie ich da hinkomme und ob das... Nee, der ist auch nicht sehr groß. Ja, aber ich denke, hier kann ich dicht machen. Ein bisschen Platz. So. Also hier zwischen. Ach. Ist da noch ein Mini-Kohlefeld? Ja, das kann ich aber ignorieren, glaube ich. Chong, 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 chong. Ja, hier die Mauer lang. Es geht nicht, es ist nicht auf derselben Höhe. Aber ich sollte das Wasser schon nutzen. Anderes Problem, Stromversorgung. Damit wollte ich jetzt eigentlich anfangen. Ich hätte gerne ein Tertiary Steam Engine, ein Boiler und eine Offshore Pump. Mehr brauchen wir nicht. Für den Anfang jedenfalls. Dann schlage ich hier die Küste frei. Was ist das? Oh. Kohle. Ja, auf einem Kohlefeld wollte ich nicht unbedingt meine Pumpen setzen. Ist da ein Baum im Wasser? Was zur Hölle? Achso, da ist ein Mini-Fitzelchen Land. Gut. Ich denke, wir sollten die Kohle hier zuerst abbauen, damit wir hier mehr Platz zum Bauen haben. Weg, 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 weg. So, kann ich Landfill jetzt schon bauen? Dafür habe ich viel zu wenig Stein. Okay. Trotzdem eine schöne Ecke hier zum Bauen. Ich werde diesen Streifen, der da einigermaßen gerade ist, werde ich einfach verlängern mit ein bisschen Landfill. Also echt nicht viel, weil wir haben nicht die Ressourcen für mehr. Und da kommt dann unsere erste Stromanlage hin. Und ich werde diesen Wald hassen lernen. Also er ist schön zum Smog aufsaugen, eigentlich, aber ich sehe das jetzt schon überall rumtouren hier. Aber er ist halt im Weg, wenn man sich bewegen will. Und am Anfang will man sich viel bewegen. Hier. Ja, ich könnte 6 Landfill dafür bauen. Nee. Ich mache das hier irgendwo. Es wäre eigentlich schick, wenn es nicht mitten im Wald wäre. Es muss aber auch am Rand der Basis sein, damit wir nicht zu viel Platz wegnehmen. Das ist echt sehr viel zu beachten. Landfill, bau mal 6 Landfill. Wie gesagt, teuer jetzt am Anfang. Aber das ist es mir wert. Dafür sieht es wenigstens später besser aus. So, Stein kommt rein. Ich hätte gerne... Hier sieht auch sehr gut aus. Ja, mach das mal hier. Da, in die Richtung kommen dann die Steam Engines alle hin. Ja, jetzt noch nicht besonders viele, aber ja, später. Das heißt, da, unsere erste Steam-Anlage. Wollen wir sie nicht copy-pasten? Nein. So, dann hätte ich gerne Science Packs. Schon mal so 5. Und danach mein erstes Labor. Also, da. Muster. Muster ist ein Riesenproblem. Das da wäre jetzt eine Substation. Und dann bräuchte ich eigentlich Fabriken, um das... Ja, also erstmal kein Muster. Ich würde es nämlich ganz gerne von vornherein so bauen, dass es alles einigermaßen gut zusammenpasst. Weil wenn ich das dann später alles wieder abreiße und umbauen muss, das, ihr wisst ja, wie viel Zeit solche Aktionen brauchen. Ja, die große Umbauaktion von Dezember 2014, das war keine schöne Zeit. Also Forschungslabor kommt... dann hätte ich ganz gerne was zu bunt. Water Cleaning, aber nichts so wirklich Neues. Sieht aber trotzdem alles ein bisschen anders aus. Also das da ist neu. Kobalt, Ardite, Zink, Gold Processing. Tungsten Processing, ja genau. Das geht so früh schon. Ich kann... Was?
Oh, das ist neu. Also ja, es ist vieles neu, aber das ist neu. Man kann jetzt Tungstenor einfach einschmelzen zu einer Tungstenplatte. Man braucht diese ganze 3600 Grad Lava-Geschichte nicht mehr. Ah, das ist sehr gut. Panzer, ja, ist alles viel zu weit weg. Nee, ich hätte gerne die erste Fabrik. So, dann setzt bitte das Ding einfach irgendwo hin. Tu da 5 Stück rein, erforsch 5 neue und werf die dann auch da rein. Und wenn wir mal eine Fabrik haben, dann können wir mit den Fabriken hier das Muster setzen, wie wir es hatten bei den Fabriken in der letzten Welt. Also diese riesige Fabrikreihe, die wir hatten. Und daran haben wir dann das Muster. Das heißt, wir haben dann 4 Poles hier, die als Platzhalter sind für die Substations, die wir auch dann möglichst schnell erforschen. Und dann werden wir dazwischen aber auch noch Poles machen, weil die 4 Poles haben nicht die Abdeckung von einer Substation, sinnigerweise. Also du da rein. Was noch? Was noch? Ich denke, baue erstmal davon welche und ich muss Kohle holen, ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt inzwischen genug Kohle ist, um die alle mal ein bisschen länger zu befüllen. Sonst brauche ich mehr. Einfach mehr. Und es sieht aus, als wenn ich mehr bräuchte. Bau. Bö. Kein Stein. Okay. Und ja, ich könnte es auch mit Steuerung befüllen. Problem ist dann allerdings, dass alles mit 200 Kohle befüllt wird. Dann haben wir nichts mehr fürs Eisen. Da, Stein, Stein. Hier, ich fülle euch einmal mit Holz auf. Was haltet ihr davon? Bitte schön. So, du. 100. 100. So, gib mir. Und fertig. Sehr gut. Dann hätte ich als nächstes ganz gerne eine Waffe in der Hand. Also eine ordentliche Waffe. Falls der erste Angriff kommt. Wer weiß, wie aggressiv die Biester inzwischen sind. Du brauchst dafür allerdings 10 neue Science Packs. Gut. Fabriken. Brauche ich 4 Stück von. Mindestens. Um mein Muster so einigermaßen durchscheinen zu lassen. Also, das ist die Substation. An die Substation ran, eine Fabrik. Dann noch eine Fabrik. Dann war, glaube ich, ein Feld frei. Also eine Fabrik quasi. Dann ging die nächste Fabrik, die äußere Fabrik. Das ist die innere Fabrik. Und die innere Fabrik hat schon eine Ecke an der Substation. Das müsste das Muster sein. Kann ich das jetzt irgendwie strecken? Ja, kann ich. Indem ich mehr davon brauche. So, so. Und ich weiß, dass ich gerade Zeit verschwende für optische Dinge, obwohl ich mich eigentlich eher um die Basis kümmern müsste. Aber das ist dann halt so. Und es geht perfekt auf. Sehr schön. Also, das ist unser neues Muster. Ja, sieht komisch aus, aber es funktioniert. Also, ich hätte jetzt gerne mehr Science Packs. Die Fabriken gehören da eigentlich. Wobei, ich kann sie da lassen. Ja, die lasse ich da. So, das ist jetzt ein Abstand. Was? So, ne? Das ist das neue Muster. Ja. Sieht echt affig aus. Aber es sind halt nur der da, der da, der da und der da unten. Das sind die Substations. Der Rest dazwischen sind alles Platzhalter. Die reiße ich ab, sobald die richtigen da sind. Ist das richtig so? Kann ich dich drehen? Nein. Aber ja, ist richtig so. Okay, das. Machen wir weiter so, ist okay. Ich hätte aber gerne hier mehr Platz für die gesamte Boileranlage und so. Das muss ja alles noch erweitert werden später. Das heißt, du bist eine Substation, du bist. Oh, ich habe eine gute Idee, wie ich mal Platzhalter markiere. Du bist nur ein Platzhalter. Du bist nur ein Platzhalter. Also Platzhalter sind nur 2 Poles und die 4 Poles sind die eigentlichen Substations. So, Waffe habe ich. Rüstung hätte ich gerne. Gib ihm. Habe ich schon 10 reingeschmissen? Nein.
hier und bau mir bitte was zum Knattern. Submachine Gun. Wobei, stopp. Shotgun. Shotgun-Muni. Hätte schwören können, wäre gerade ein Beiter gewesen. Also, hier haben wir jetzt unsere Energieversorgung. Die wird nach Westen weitergedrängt. Das heißt, hier könnte ich jetzt wirklich schon mit den Fabriken anfangen. So wie wir sie vorher auch hatten. Okay, das Lava, die Lavafelder sind ein bisschen doof. Haben wir noch irgendwo Lavafelder? Mist. Das müsste eine richtige Substation sein da, ne? Abstand ist soweit richtig. Ja, okay. Dann fangen wir hier mit den Fabriken an. Wie weit runter geht das? Nicht so weit runter, aber wir können ja mehrere davon machen. Mauern? Mauern ist billig, Mauern klingt gut. Bauen Mauern. Du hast keinen Strom. Du bist ein Platzhalter. So, dann hätte ich gerne Kisten. Der ein oder andere mag es wieder erkennen. Sie ist jetzt nur von Norden nach Süden und nicht von Osten nach Westen. Und lass mich raten, die haben nicht genug Reichweite, um, ja. Ja, ist okay. Du bist ein Platzhalter. Ich brauche mehr davon. Wie schnell komme ich zu den besseren Strommasten? Irgendwas, was stromartig aussieht? Nicht wirklich. Doch da. Was? Substation. Also benötigt Electric Energy Distribution, benötigt Electronics und Stahl. Damit könnte ich schon mal den mittleren bauen. Und hellblaue Tränke brauche ich für das da. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Die hellblauen Tränke brauchten noch keine Flüssigkeit, oder? Keine Ahnung. Bau bitte Inserter. So. Und bau bitte. Das sind alles Platzhalter, ne? Ja. So, so. So, das sieht echt krank aus. Du bist eine richtige Substation. Also, du bist ein Platzhalter für eine richtige Substation, wollte ich natürlich sagen. Krüsselmümpf. So. Du bist auch eine richtige Substation. Das Platzhalter-Ding. Oh, ich habe keine Picke mehr. Bau mir eine Picke. So. Du kriegst rein. Ah, das geht nicht auf. Das müssen wir dann später gucken. Du gehst rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und wir setzen jetzt dazwischen einfach immer einen Pol. Ach Gott! Das sind viele Kabel. Du stellst bitte her. Was brauchen wir zuerst? Wir brauchen Steinzahnräder. Du stellst bitte her Eisenzahnräder. Das heißt, wir tun hier rein Stein. Wir tun hier rein Eisen. Du machst bitte Draht. Tust rein Kupfer. Okay. Die sind jetzt am Arbeiten. Währenddessen sammle ich einmal neue Ressourcen. Weil ich ja noch recht viel von Hand machen muss. Dann sollte ich währenddessen eigentlich Forschungspacks erforschen, herstellen, wie auch immer, aber dafür habe ich nicht die Ressourcen. Und das wird wieder nicht reichen, um alles mit Steuerung zu befüllen, oder? Boah, geht. Mehr schlecht als recht. Ihr arbeitet immer noch mit Bäumen, das ist super. Bäume weg und dann klappt das auch. So, dem Smoke schön viel Platz lassen. Zack. Und zack. Und gib mir Steine. So, Steuerung. Dicht. Was? Ging das auf? Nicht ganz, aber ziemlich gut. Her damit. So, Science Packs. Ganz viele.
Ich brauche Substations. Ganz dringend Substations. So, wir bekommen jetzt die ganzen Ressourcen, die ich brauche für schnelleres Arbeiten. Was wäre da noch so? Chips zum Beispiel. Du stellst bitte her Chips. Dafür bekommst du das Draht aus der anderen Fabrik. Und das da. Achso, du bist ein langsames Ärmchen. Ich vergesse, ja. Ding, 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 ding. Einer fertig. Oh, zwei fertig. Entschuldigung. Okay. Was macht das Forschen hier? Und warum brauchst du Steinzahl? Die habe ich doch gerade extra deswegen automatisieren lassen. Genau. Du kommst noch hinterher. Aber mehr schlecht als recht. Wir haben 12 Kilojoule Akku. Wo haben wir Akkus? Oh, das könnte eine Änderung sein an den Steam Engines. Vielleicht haben die jetzt einen kleinen internen Akku. Keine Ahnung. Was ich gerne hätte, wäre eigentlich... Bau schon mal noch eine davon. Ich brauche Holz. Oh, okay. Crunch, 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 crunch. So, bau bitte mehr Boiler. Und bau bitte die ersten... Ja, da wurden die Rezepte verändert. Unter anderem. Man beachte das Frame und man beachte die Kosten ganz unten. Das waren 98 Eisenplatten für einen stinknormalen Electric Mining Drill. Hammer. Gut, ich hätte gerne Stahl. So. Die kommen da rein. Das reicht nicht. Es fehlen noch 5. Die sind in Arbeit. Okay. Das. So, das heißt, wir ziehen das Ding gleich weiter nach oben, setzen da noch einen Boiler ran. Den ich eigentlich ganz gerne mit Kohle befüllen würde und nicht so. Dann haben wir mal eine Schrotflinte, das ist gut. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch mehr Munition, aber das muss warten. Die fertigen Ressourcen hole ich raus, werfe ich wieder rein. Das geht richtig gut. Vor allem das Schöne ist, ich kann später einfach hier aus den Fabriken dann Assembly Machines 2 machen und dann 3 und dann 4 und das alles nach und nach aufstufen. Und ich muss nichts Strukturveränderndes hier vornehmen. Es wird nur nach und nach schöner, weil weniger Kupferkabel in der Luft rumhängen. So, ihr seid am Arbeiten, ihr seid am Arbeiten. Ich hätte trotzdem gerne mehr. Also brauche ich mehr Poles. Dafür brauche ich mehr Holz. Plan jetzt ist es. Poles zu bauen bis zu den Ressourcenfeldern. Bei den Ressourcenfeldern dann die richtig teuren Drills aufzubauen. Damit wir keine Kohle mehr verbrauchen. Damit wir die Kohle über haben für die Boiler und für später Plastik und andere Sachen. Weil so super viel Kohle hatten wir hier in der Nähe nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. So, die da hätte ich gerne. Achso, eine Rüstung hätte ich auch noch ganz gerne. Die da. Gut. Eine Radaranlage wäre auch sehr schön. Den spare ich mir gleich am Anfang jetzt das Rumlaufen. Und die deckt das alles nach und nach auf. Aber die sind ziemlich stromkostenintensiv. Muss ich mir überlegen. So, genug Holz sollte da sein. Wie viel Stein habe ich? Bau bitte. Water be gone. Mit dem Stein. Damit ich hier ein bisschen weitermachen kann. Und ich mir... Mist. Nein. Jetzt ist alles vorbei. Mehr Water be gone. Habe ich den Mining Drill schon? Bau den Mining Drill. Ihr wisst, was jetzt passiert, ne? Ja, gut. Also, dich setze ich hier hin. Ja, setz dich mal dahin, kriegst eine Kiste, kriegst einen Pole. Hätte schon Platz für Module, aber ne, haben wir nicht wirklich. Das läuft schon mal. Dann brauche ich jetzt die ganzen Ressourcen, um das Feld hier zu verstümmeln. Das ist nämlich ein ziemlich großes Feld.
Geht noch ein Teil in den Wald rein. Haben wir noch eins in der Nähe? Wir haben noch ein kleines da unten. Und Mini da oben. Aber ich hoffe, das reicht, bis wir in das Roboterzeitalter kommen. Und bis wir Produktivitätsmodule anfangen, ein bisschen krasser zu nutzen. Bis dahin muss das Feld reichen. Wird es auch hoffentlich so. Bau Electric Drills. Die kommen dann hier hin und bauen das schon mal alles ab. Chips hätte ich gerne, die hätte ich gerne, die hätte ich gerne da drin. Du arbeitest weiter. Dann mache ich noch eine Runde. Und dann denke ich, ist es auch Zeit für den ersten richtigen Abspeicherer. Wir haben gut was geschafft. In einer halben Stunde. Ich glaube, das ist mehr, als wir in der letzten Staffel geschafft haben. Und auch den vorherigen. Da hatten wir, glaube ich, innerhalb der ersten halben Stunde nur ein funktionierendes Stromnetz. Und ein, zwei Drills. Und noch keine so eine schöne Fabrikanlage und Muster und so. Vor allem auch ein Muster, das wir halb ewig beibehalten werden. So. Also ja, doch. Sehr schöne Stelle. Sehr schöner Anfang. Solange jetzt nicht irgendwie eine riesige Beiterarmee kommt, ist alles gut. Und das Ding irritiert mich jetzt total. Weil es wächst nicht. Das ist jetzt seit 20 Minuten oder so da. Ich sehe den ersten Beiter ankommen. Und er greift nicht das da an, er greift nicht das da an. Er beißt direkt in den Samenkorn und das Spiel ist vorbei. Das wäre ein sehr unepisches Ende für das Let's Play. Aber gut, ich speichere jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder.